Bam! Wow! Hallo alle zusammen, ich bin's mal wieder, euer Lega und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paint the Town Red. Es wird viel Blut fließen, es werden viele Knochen brechen, es werden viele Körperteile eventuell doch ihren Besitzer verlieren. Und das alles in einer Bar. Was will man mehr? Starten wir. Ah, welch ein vertrauter Anblick. Wir werden es diesmal schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher. First try werden wir diese Bar hier clearen. Womit fangen wir an? Ich denke, wir werden uns heute mal von oben nach unten arbeiten. Und hier haben wir ihn. Weg. Und auf geht's. Ja, rennt man nicht alle weg von mir. Kommt, du. Step. Ja, genau. Ich bin ein Gegner. Pack. Und auf den Boden. Du bleibst liegen. Sehr gut. Hocker nehme ich und ziehe ihm das auf die Fresse und... Wow, du wolltest mich gerade angreifen, oder? Gib mir das, weil ich würde das gerne dir in die Fresse werfen. Weg oder an den Arm. Und tritt. Tschüss. Au, wer hat mich da gerade geschlagen? Du. Und zurück mit dir. Gib mir mal doch so ein Glas. Ich möchte ein Toast erheben auf all meine netten, lieben Freunde hier. Na, du lebst doch noch. Bleib liegen. Und Fußtritt. Eieiei. Genau, prügelt euch mal gegenseitig kaputt. Stirb. Komm mal her, mein Lieber. Und voll gegen die Tür. Sehr gut. Wow, wo bist du hin? Wow, warum sind da so viele Leute noch drin? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Du willst mich mit diesem Stuhl verprügeln, oder? Aber mein Hocker ist stärker. Yay, okay. Tritt. Und den Stuhl nehme ich und damit werde ich das jetzt beenden. Verrecke. Sehr gut. Okay, da spackt die Tür schon wieder rum. Alles klar, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Wie sieht es eigentlich da unten aus? Jo, da ist schon ein bisschen Blut. Es liegt aber noch keiner am Boden, so wie ich das sehe. Aber die Einrichtung ist ziemlich zerstört. Naja, wir werden gleich nach unten geraten. Wir werden gleich uns nach unten begeben, nachdem wir hier noch ein bisschen Sau rausgelassen haben. Und auch zurück. Eieiei, zurück, habe ich gesagt. Zurück. Zurück. Geht doch. Dieses Glas erhebe ich auf deine Gesundheit. Ey! Bleib hier, wenn ich dich mit Sachen bewerfen möchte. Die Tür sieht kaputt aus. Das hat uns schon wieder ein wenig Leben gekostet. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist wirklich gar nicht so leicht, hier bis zum Schluss durchzuhalten. Man muss auf jeden Fall sehr vorsichtig vorgehen. Und zum Beispiel mit Flaschen einfach auf mal Leute werfen. Und noch eins. Yay, tot. Oh. So langsam kommt man hier gar nicht mehr rein, weil so viele Leute im Weg stehen. Ah, nee, du willst mich schlagen. Du willst mich schlagen. Das gefällt mir nicht. Shockwave ready. Wuhu. Ich glaube, diesmal werde ich mal meine Power-Ups aufsparen. Letztes Mal habe ich jetzt ja, glaube ich, jedes Mal die Schockwelle verballert. Entschuldigung, darf ich bei euch mitspielen? Ich glaube, 70 oder so in dem Dreh waren das hier, die man besiegen musste. Und diesen Stuhl nehme ich... Den wollte ich eigentlich nicht werfen. Andererseits, wir haben hier so viele Stühle, da kann man auch ein bisschen inflationär mit diesen umgehen. Das Gute ist, die Stühle sind so groß, mit denen kann man fast gar nicht verfehlen. Eieiei, was soll das denn jetzt schon wieder? Ihr müsst mir mit dem ganzen Spaß verderben, oder? Du stehst auf, du bleibst liegen. Eieiei, oh, verdammt, tut mir leid. Oder auch nicht. Ich erlöse dich von deinem Leid. Ja, das war äußerst freundlich von mir. Mein Gott, wie viele Leute sind denn hier oben? Dann nehme ich, gibt es hier noch Flaschen oder sowas? Yes, gibt es. Oh, okay. Wir können schon unsere Flaschen auch zerbrechen, um damit mehr Schaden anzurichten. Du bist noch am Leben, glaube ich. Stirb. Yes. Wow. Berserker ist ready. Dann werden wir ihn doch mal aktivieren. Okay, wow, okay. Alter, ich mach die hier nieder wie sonst was. Komm, nächster. Und du auch noch. Pack. Yes. Und du auch noch. Pack. Oh, da haben wir gerade echt ein paar Leute erledigt. Sehr gut. Okay, vielleicht sollte ich wirklich meine Power-Ups aufsparen, um dann Berserker einzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel mehr Leute getötet habe, als mit meiner Schockwelle. Ey, oh. Dein halbes Gesicht fehlt auch. Eieiei, aua. Shade. Ich muss vorsichtiger sein. Sieht schon wieder nicht so aus, als würden wir hier bis zum Ende überleben. Warum teleportierst du dich? Du
machst mir Angst. Geh weg. Pick. Yes. Yes, ein weiterer. Wir arbeiten uns hier ganz langsam voran. Ganz stetig und allmählich arbeiten wir uns voran. Okay, sieht so aus, als hätten wir die obere Etage vollkommen geklärt. Diesen Hocker nehme ich mit als Zeichen der Erinnerung. Du lebst ja immer noch. So, jetzt aber. Wie sieht's denn hier unten aus? Die Band spielt noch, alles klar. Hier sind ein paar Leute. So ein Hackbeil nehme ich gerade ganz gerne. Habt ihr die Band angegriffen? Das dürft ihr doch nicht machen. So, was nehmen wir denn jetzt? Ach, nehmen wir mal aus Spaß so eine schwarze Kugel und werfen die eigentlich einfach den Typen da. Blau. Blau, 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 wie der Enzian. Zieh ich dir mit dieser Kugel eins über den Kopf? Warum denn nicht auf? Und wuff. Diese Kugeln sind gar nicht so schwachsinnig, merke ich gerade. Spielen wir noch eine Billard. Was ist ein Billardspiel ohne Kühe? Jetzt ihr. Puck, puck, puck. Au, 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 au. Oh Gott. Ah, wo kommen denn die her? Scheiße, wo seid ihr denn jetzt hergekommen? Okay, die Köche sind anscheinend jetzt Teil dieser Party. Das gefällt mir nur sehr gut, weil ihr jetzt nicht stark seid. Ja, ich glaube, ich werde mich jetzt darauf reduzieren, Sachen zu werfen. Bleibt liegen. Wir haben den Kopf angelockt. Deswegen nehmen wir uns jetzt hier so ein Kühe und... Wo ist der? Hallo? Ah, ist das Interesse an mir verloren? Na gut, okay, ich dachte, wäre was Besonderes. Oh, was du was? Okay, du hast doch irgendwo hier einen Ball. Yes, zu liegen. Diesen Stuhl nehme ich jetzt als Zeichen meines Triumphes und werfe ihn dir an den Kopf. Oder in den Nacken. Ah, dann nehmen wir mal einen Hocker. Hocker ist sowieso... Oh. Wo kommt ihr denn jetzt her? Wo? Ai, 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 ai. Oh shit. Die halbe Bar ist hinter mir her. Und ich habe kaum noch Leben. Ich habe kaum noch Leben. Ich warte jetzt auf das dritte Upgrade. Oh Gott. Oh, nee, 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 nee. Warte jetzt auf das dritte Update. Ich weiß gerade nicht so richtig, was das ist, aber es wird uns sicher helfen, denke ich mir. Es muss auf jeden Fall stärker als der Berserker sein. Ich meine, dieser Sprung von Schockwelle zu Berserker ist schon so enorm, dass ich mir vorstellen könnte, dass uns... Okay, wie man ihn wieder erwischt, dass uns das den Sieg einbringen könnte. Werft den einfach ein bisschen weiter und erwischt. Sehr gut. Gib mir das hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und rennen, 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 rennen. Und sehr gut. Smite ist ready. Dann geht's mal los, würde ich meinen. Smite. Und kann ich jetzt zuschlagen? Oh mein Gott. Sieht so aus, als schießen wir Laserbeams. Yeah. So gefällt mir das. Boom. Erledigt. Und du da hinten. Pack. Und du mit diesem scheiß Schwert oder mit dem Messer gestürzt auf. Und du stirbst. Und du auch. Komm. Yes. Ja, bleibt mal schön da unten und prügelt euch. Ich werde euch in der Zeit mit Hockern und allem bewerfen, was ich hier in der Nähe zu finden vermag. Ihr kriegt auch einen Hocker in den Kopf. Yes, erledigt. Und jetzt noch eine Flasche. Nein! Ach, shit. Jetzt haben es... 67 von 78. Wir waren so nah dran. Also, Replay. Huch, warum kämpft ihr jetzt schon alle? Ich habe noch nichts getan. Kann ich den Kopf... Yes! Ach, wenn ich den Kopf treffe... Ha! So fallt ihr schneller um. Oh, danke, mein Kumpel. Ich erhebe mein Glas auf dein Wohl. Nein! Huch, wo bin ich denn jetzt? Ei, ei, ei! Ah, fuck! Hier ist doch irgendwo ein Baseballschläger, oder? Yes, sehr gut, nehme ich. Und wir ziehen damit den Leuten ab. Wow, Home Run. Wow, der Baseballschläger ist wirklich gut. Und wir müssen doch unser Leben aufpassen. Na dann ist es mal wieder Zeit, ein paar Dinge durch die Gegend zu werfen. Zum Beispiel auf diese verwirrte Seele. Ich will nicht, jetzt bleibt mal bitte hier. Ey, jetzt. Okay, dann werfe ich dich halt ab. Mein Gott, das meinte ich so. Hallo. Du stirbst. Und du stirbst. Und du stirbst. Stirb, habe ich gesagt. Stirb, 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 stirb. Und ihr beide sterbt auch. Eins. Zwei. Stopp. Ah, du lebst noch. Warum lebst du noch? Ich habe auf dich... Ah. Habe ich dich nicht getroffen?
Hey, hast du Lust auf Proteine? Wer hat deine Machete jetzt? Slice. wir haben noch jede Menge Kills. Nein! Ich werde dieses Level schaffen. Ich werde es schaffen. Wo zum Teufel ist der Schraubenschlüssel? Ah, mein Beil. Ein guter alter Freund. Zack und zack und zack und... Na du auch, komm her. Nicht, dann... Ah nein, ich habe mein Beil daneben geworfen. Oh, und ich habe sein Blut verloren. Verdammt. Na gut, bis bald. Du hast den Schraubenschlüssel. Den will ich haben. Smite ready. Hallo. Los und... Piu! Und... Piu! Und... Piu! Und wir beide wissen, was los ist. Und wir fahren natürlich auch. Und du hast überlebt. Ah, ich wusste es doch, du hättest zwei so Schüsse. Oh, was haben wir denn hier drinnen? Warum habe ich das nicht gesehen letztes Mal? Naja, unter der Prämisse werden wir natürlich unseren Spaß hier haben. Ich glaube, das wird tatsächlich die Runde, wo ich es endlich mal schaffe, diese Bar zu knacken. Mit der Hilfe von meinen kleinen Spielzeugen, die ich hier gefunden habe, wird das, denke ich mal, nicht das Problem schlechthin werden. So viele Leute sind gar nicht mehr übrig, glaube ich. Shit, wo kommen denn jetzt schon wieder die Köche her? Oh nee, komm schon, ich will die Runde einmal jetzt schaffen. Bitte. Und ihr rennt alle da oben hin. Oh, geil. Aber ich treffe euch sicher. Yes! Ich habe deine Kochmütze vom Koch geworfen. Nein. Yes! Leute, ich glaube, wir schaffen das wirklich diesmal. Wir dürfen nicht mehr getroffen werden. Ja, das stimmt. Aber, so wie es aussieht, haben wir jetzt den Großteil von all den Leuten besiegt. Nein! Oh, ist doch nicht euer Ernst! Mann, ich will doch einfach muss dieses Level schaffen! Das ist doch nicht euer Ernst! Warum schaffe ich denn dieses Level einfach nicht? Sehen wir es ein. Beim nächsten Mal wird es was und wenn nicht, scheiß drauf, dann nehme ich einfach ein anderes Level. Man muss auch manchmal einsehen, dass man halt nicht gut in jedem Spiel ist und ich bin nicht gut in diesen anscheinend. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch einfach ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Ich war's wie immer, euer Lega und bis dann. Bye, bye.